Genau, ja. Zu betreiben, ja. Also ich meine, Sascha, der ist ja von Anfang an bei uns. Genau, richtig, und, ja. Der hat mich schon zahlt. Und so ist das auch. Ja, Moment. Stellen wir zuerst aus und dann haben wir ein paar Worte zusammengelegt. Erstmal möchte ich euch ganz herzlich begrüßen und mich bedanken, dass ihr hier seid. Dieses Treffen hat den Zweck, dass ich Aufstehen Saarland finde. Aufstehen Saarland kann niemals eine Gruppe allein verkörpern. Das können wir nur gemeinsam. Und genau dazu sind wir jetzt heute hier. Es ist zwar schön und gut, wenn eine Gruppe sich hier und da trifft, einen Infostand macht zum Ausklären, wogegen Aufstehen alles ist. Doch es bringt reichlich wenig, wenn wir immer wieder mit 3 bis 6 Leuten irgendwo stehen und nur sagen, was doof ist. Wir müssen auch in größeren Kreisen Aktionen machen, die öffentlich wirksam sind und Lösungen anbieten. Wir müssen zusammen zeigen und unsere Aktionen miteinander abstimmen. Dazu wäre unser Vorschlag, dass sich aus vielen Gruppen in regelmäßigen Abständen Personen treffen, um zu besprechen, was in den Gruppen im Moment aktuell Thema ist, was man an Ideen und Themen verbinden kann und wie wir zusammen Aktionen planen und was wir machen, dass wir einfach so eine Gemeinsamkeit hinbekommen, um uns als Aufstehen Saarland auch präsentieren zu können. Nicht immer nur als Brunnengruppe, als Gruppe Saloy, als Gruppe, ne, weil es immer nur ein paar Leutchen sind. Nein, wir finden einfach, dass wir jetzt den Weg finden müssen, zusammenzuarbeiten. Nicht immer nur jeder für sich. Ne? So. Das Saarland ist ja auch nicht sehr groß. Das heißt, wir haben den Vorteil, dass wir uns wirklich irgendwie in den Gruppen auch zusammen präsentieren können. Wir können Aktionen machen in Merzig, wir können Aktionen machen in Saloy, in Dillingen, in Homburg, Saar oder ne, wo auch immer. Wir können uns da ja gut zusammentun. Das Saarland ist ja jetzt nicht wie jetzt Sachsen-Anhalt oder so, ja, wo das dann Tagesritte sind. Ja. Das ist halt unser Vorteil, denken wir. Oder denke ich auch. Wie es jetzt ist, zum Beispiel ist ja auch, was haben wir jetzt Mittwochabend. Ganz kurzer Einwurf dann. Zum Beispiel, dass es in Rheinland-Pfalz noch sowas wie Länderbeauftrager oder Betrachter oder Lenkungsteam gar nicht gibt. Das lacht auch alles jetzt im Moment immer noch über Saarland, über Martin Sommer. Oh, okay. Und deswegen bin ich auch ganz froh, dass Thomas heute kommt ist. Ja, von Aufstehen Landau, ja, von der Landauer Gruppe. Und das ist auch, ne, diese Stunden, diese Nähe, diese weniger Autofahrt, auch, dass man dann auch als Saarländer auch und dann nach 7 noch rüberfahren tun, ins böse Land, in die böse Pfalz. Ne? Aber unsere Kollegen dann nach Dortmund unterstützen tun, dass wir uns wirklich halt ein bisschen auch über die saarländische Grenze hinaus vernetzen und halt auch halt verstärken tun. Was natürlich auch mehr Leute machen. Wir könnten zum Beispiel einen gemeinsamen Terminplan erstellen auf einer Homepage oder online oder in einem Forum, um da unsere Termine einzutragen, sodass wir uns immer gegenseitig auch informieren. Denn oftmals wissen wir ja nicht, was ihr gerade macht und ihr gerade nicht, was wir gerade machen. Manchmal kollidieren Termine, ja, und dann läuft alles über Mundpropaganda, über irgendeine Nachricht, über Facebook oder sonst was, wo man dann einfach mitkriegt, da ist was. Oder auch nicht mitkriegt, dass irgendwas abgesagt wurde, verschoben wurde, etc. Also ich finde, so ein gemeinsamer Terminplan, den man halt erarbeiten kann, wäre eine richtig gute Idee. Mhm. Ja? So, jetzt möchte ich halt auch noch ganz klar sagen, hier, dass wir hier als Brunnengruppe stehen. Wir haben eingeladen. Ja? Und es ist mir ganz, ganz wichtig, dass wir uns jetzt nicht hier hinstellen, und sagen, das kommt alles von uns aus. Wir haben dieses Treffen nicht mehr als organisiert. Ja? Denn die Stimmen, dass wir uns vernetzen müssen, die kommen ja schon öfter. Das liest man in Facebook, das liest man auf anderen Seiten, ja. Man liest es immer wieder und wir haben das jetzt einfach nur organisiert. Wir möchten nicht Treiber der ganzen Sache sein, einfach nur, wir haben das jetzt gemacht und wollen nur mitarbeiten. Das Ganze nicht führen oder nicht leiten oder sonst was. Ja? Die Brunnengruppe steht ja in starker Kritik.
Das ist uns nicht entgangen und erst recht nicht egal. Wir wollen uns jetzt nicht hier hinstellen und sagen, das wäre alles Quatsch. Denn es ist in der Tatsache so, dass Fehler gemacht wurden. Fehler macht man in der Regel nicht mit Absicht und nicht in dem Bewusstsein, dass es falsch ist. Wir haben in energiegeladenem Aktivismus alles ausgeblendet und stur unser Ding verfolgt. Wir haben damit dann Bild erweckt, dass wir unnahbar wären oder überheblich. Mit unserer Aktion Die Rote Karte haben wir begonnen, eine bundesweite Aktion zu starten, ohne euch alle damit einzubeziehen. Ein solches Treffen wie heute wäre schon damals sinnvoll gewesen und sehr wichtig. Doch keiner von uns kam auch nur im Ansatz auf die Idee, das zu tun, weil wir voller Energie uns in die Aktion geworfen haben. Dafür möchten wir uns heute bei euch allen entschuldigen. Und wir geloben besser. Was allerdings auch nicht schön war, das war die Tatsache, dass es erst richtig knallen musste, bevor man mit uns über all das gesprochen hat. Der Knall, der war viel zu laut. Auch das hätte man nicht, das hätte nicht sein müssen, wenn wir uns schon früher als Aufstehen Saarland in diesem Kreis getroffen hätten. Wir lernen aus Fehlern und sehen diese ein, möchten aber auch, dass andere ihre Fehler sehen und einsehen. Ich möchte künftig nicht mehr in Facebook lesen müssen, was andere an uns gegenseitig stört. Egal auf welcher Ebene. Diffamierungen, Beleidigungen, Darlegungen, falscher Berichterstattungen, aktueller Debatten oder Streitgespräche, das alles, das soll bitte, bitte nicht mehr in Facebook stehen. Das war alles einfach Scheiße. Das Bewusstsein, dass solche Dinge immer nur zu einem Ergebnis führen, und zwar, dass wir uns alle damit schaden, muss unbedingt gefestigt werden. Solche Dinge macht Aufstehen kaputt und jeden Einzelnen von uns. Wie ich schon in meiner ersten Rede in Burbach sagte, wir müssen lernen, miteinander umzugehen, aufeinander zuzugehen, um gemeinsam aufzustehen und jetzt den Weg finden, auch gemeinsam weiterzugehen. In Veranstaltungen dürfen keine Problemdebatten angeführt werden. Diese müssen wir immer auf anderer Ebene lösen und genau diese Ebene, diese müssen wir finden. Und dazu sind wir heute hier. Wenn wir zurückdenken an den 3.10., wo in Saarbrücken der Startschuss fiel, dann ist bisher sehr, sehr viel passiert und doch gar nichts. Es kann aber noch viel passieren, es kann sich viel ändern, wenn wir in der Basis zusammenstehen, gemeinsam aufstehen, denn wir sind die Basis. Wenn wir uns gegenseitig mit unseren Ecken und Kanten akzeptieren und zusammenhalten, lass uns aufstehen für soziale Gerechtigkeit, aber dafür brauchen wir unbedingt basisinterne Gerechtigkeit. Wir sind stark, wir sind nicht tot, wir leben und wir stehen auf. Und das beginnen wir heute. Der hat dann mal so ein wunderbaren Text zusammengesetzt daraus. Und zwar nennt er das Aufstehen selbstbestimmte Bewegung. Und da fragt er so schön, wo stehen wir? Es ist ein nicht zu unterschätzender Erfolg, da sich infolge des Aufrufs der Initiatoren inzwischen tausende Aufsteher, Aufsteherinnen in Ortsgruppen organisiert haben. Das ist die Basis, der Kern von Aufstehen. Es ist eine unverzeihliche Belastung für Aufstehen, dass zumindest einige von denen, die Führungsaufgaben für sich reklamiert haben, in weiten Teilen nicht nur versagt haben, sondern die Basis sogar aktiv und durch Untätigkeit boykottieren. Wie sonst sollte man es bewerten, dass es nach der unangekündigten Schließung der Facebook-Gruppen immer noch keine gemeinsame Plattform zum Meinungs- und Informationsaustausch gibt. Termine von Ortsgruppensitzungen nicht auf der zentralen Internetseite veröffentlicht werden. Verweigert wird, Mitglieder anzuschreiben, damit sich diese bei den Ortsgruppen melden können. Die Spitze, die Bunte Westen-Aktion bis auf eine Presseerklärung kurz zuvor vollständig ignoriert, um nicht zu sagen, boykottiert hat. Auch sonst keinerlei nennenswerte Aktivitäten von dieser Führung zustande gebracht worden sind. Selbst auf die Frage, ob es eine zentrale Flugblattvorlage zur Mobilisierung auf die Ostermärsche geben werde, kam nur die Antwort, dies sei nicht vorgesehen. Diese Führung hat nichts als Ärger, Enttäuschung und Frustration gebracht. Eine solche Führung brauchen wir nicht, die braucht niemand. Da kommt dann auch der Punkt,
zu dieser neuen Aktion, die da ins Leben gerufen wurde, ist, Würde ist, in unserem Fall, wenn man trotzdem aufsteht. Was wollen wir? Wir sind viele und wir wollen viel. Wir alle sind die Basis. Wir wollen die Bewegung selber gestalten. Wir wollen unsere Organisationsform und unsere Aktionsschwerpunkte selbst bestimmen. Wir wollen uns selbst verwalten. Wir wollen uns so aufstellen, dass die Ortsgruppen untereinander vernetzt werden und wir bundesweit effizienter und schlagkräftiger werden. Wir laden diejenigen von den Initiatoren ein, bei uns mitzumachen, die einem basisdemokratischen Konzept wohlgesonnen sind und die bereit sind, ihre Expertise als Berater und Schirmherrin in den Dienst einer selbstbestimmten Bewegung zu stellen. Diesen Ansprüchen wird aus sogenanntem vorläufigen Statut, das der Basis von Seiten des Zentralen Arbeitsausschusses vorgelegt wurde, in keiner Weise gerecht. Da wird der Einfluss der Basis darauf beschränkt, dass Delegierte einmal im Jahr auf einen Kongress ein Wahlkreuzchen machen sollen. Als Diskussionsgrundlage schlagen wir deshalb alternativ vor. Die realen Ortsgruppen vernetzen sich bundesweit in einem Rat der Gruppen. Dieser Rat hat bei Fortbestehen der Autonomie der Ortsgruppen insbesondere folgende Aufgaben: gruppenübergreifender Informationsaustausch, Abstimmung bundesweiter Aktionen, inhaltliche Fortschreibung des Gründungsaufrufes, Verabschiedung von Positionspapieren, Aufrufen etc. zu politischen Themen und Ereignissen, gegebenenfalls Bildung von Arbeitsgruppen, die dem Rat der Gruppen zuarbeiten, zum Beispiel AG für Finanzen, Presserat, Materialbereitstellung, Schulung oder organisatorisches. Wir fordern euch auf, hier und heute mit dem Diskussionsprozess darüber zu beginnen. Wie machen wir das? Wir diskutieren und gegebenenfalls modifizieren die Idee hier und jetzt. Wir diskutieren die Idee in unserer jeweiligen Ortsgruppe und tragen sie an Mitglieder weiterer Ortsgruppen heran. Die Ortsgruppen vernetzen sich, um die Diskussion über einen Rat der Gruppen bundesweit zu führen. Wir fordern alle Interessierten auf, sich zunächst in der Gruppe Aufstehen selbstbestimmte Bewegung zu melden. Dazu wird ein Post oben angeheftet, an dem jeder einen Kommentar mit dem Namen seiner Gruppe anhängen kann. Weiterhin fordern wir alle Interessenten auf, sich heute als vorläufige Kontaktperson mit Name, E-Mail und Gruppe in einen E-Mail-Verteiler einzutragen, der umgehend allen Eingetragenen übermittelt werden soll. Wie gesagt, das hat der Thomas Strobel nach diesem Treffen in Dortmund verfasst. Und im Endeffekt spricht er da genau alles das an, was wir jetzt heute auch besprochen haben. Wie gesagt, das ganze Problem haben wir nicht nur hier im Saarland, sondern es ist einfach deutschlandweit. Und das geht den Aufstehern an der Basis tierisch auf die Nerven. Und genau das ist jetzt der Punkt, wo wir sagen müssen, wir müssen aufstehen als Basis, wir müssen aufstehen, die Gruppen vernetzen, um eine große, breitflächige Basis nicht nur in den Bundesländern, sondern deutschlandweit auf die Beine zu stellen. Damit man sieht, dass die Basis auch was bewegen kann, dass die Basis die Macht hat und nicht irgendwelche vorgesetzte Personen. Und das ist das Wichtige.